Über unser größtes Organ, die Haut, kursieren ja so zahlreiche Mythen. Die wohl bekanntesten: Schokolade lässt unansehnliche Pickel wuchern. Quatsch. Zu viel Kaffee entzieht der Haut Wasser und trocknet sie aus. Stimmt auch nicht. Margit Pratschko von Bunte Gesundheit hat überprüft, welche Vorurteile falsch sind und was unsere Haut wirklich gut tut. Hallo Frau Pratschko. Hallo. Wieso hält sich das Gerücht so hartnäckig, dass Schokolade Pickel verursacht? Naja, hartnäckig. Die Menschen lieben ja Gerüchte. Und man sagt zwar, irgendwie Lügen haben kurze Beine, aber ein Gerücht hat Flügel. Das heißt, es wird sich halt oft verbreiten. Also bei Schokolade macht Pickelgerücht, kann man sagen. Also es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die das belegt, dass es wirklich stimmt. Es gibt aber wohl eine Studie oder ein paar Studien, die zeigen, dass gute Schokolade, nämlich das ist die mit hohem Kakaoanteil, sogar sich positiv aufs Hautbild auswirkt, weil da nämlich viele Antioxidantien drin sind und die freien Radikale abfangen, die eben durch Sonneneinstrahlung oder Rauchen oder so verursacht werden. Damit wir aber essen können, was wir nun wollen, gibt es auch schon so lauter Cremes, Wässerchen und Lotions. Dann sollten doch Hautprobleme eigentlich der Vergangenheit angehören, oder? Schön wär's, ja. Stimmt, es gibt natürlich wahnsinnig, das Sortiment ist riesig, aber jede Haut ist natürlich auch anders und die Haut ist ja auch ein Organ, was also von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Mhm. Also von außen, von der Sonne, von der Ernährung ganz extrem und vom Alter natürlich auch. Also jede Haut braucht auch was anderes. Also eine 30-Jährige braucht natürlich eine andere Pflege und Reinigung wie eine 50-jährige Frau oder ein Mann natürlich. Aber in dem Fall, also gute Pflege und Reinigung ist natürlich auf jeden Fall in jedem Alter wichtig. Und was tut unserer Haut nachweislich gut und was tut ihr erwiesenermaßen dann nicht so gut? Also da gibt es viele Belege dafür. Also was ganz eindeutig ist, das weiß auch, glaube ich, jeder, ist, dass Sonneneinstrahlung, wenn man sich zu sehr der Sonne aussetzt, zu häufig Sonnenbrand auch bekommt, das ist natürlich ganz schlecht für die Haut. Das lässt die Haut früher altern. Wenig Schlaf und viel Stress ist natürlich auch schlecht für die Haut. Rauchen ist ganz schlecht. Aber was man natürlich, wenn Sie fragen wollen, was es gut ist, ist natürlich die Ernährung. Die Schönheit kommt von innen. Da gibt es ganz viele Belege dafür, dass man durch eine gesunde, vollwertige Ernährung, viel Omega-3-Fettsäuren, Beeren, Fische, dass man da seiner Haut sehr viel Gutes tun kann. Frau Pratschko, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, tschüss.